Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass Ihr blitzschnell euren Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Vanuala, ich grüße dich. Deine Frage ist, wie kannst du deine Finanzen verbessern? Thema Finanzen, Thema Energie des Geldes ist eine von meinen Lieblingsthemen. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich habe diese Video nicht veröffentlicht, aber jeder kann nachfragen und bekommt kostenlos den Link dazu. Und da erkläre ich das ganz genau, was bedeutet die Energie des Geldes und was können wir tun, damit unsere Finanzen verbessern. Wenn du diese Video möchtest, dann schreib mir bitte, bekommst du diesen Link. Wie ich schon sagte, kostenlos. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Die Hauptthema zeigt diese Karte in die Mitte. Und das heißt, deine Finanzen sind etwas bewölkt und scheint im Augenblick undurchschaubar zu sein. Und du brauchst einen Überblick. Die Karten zeigen auch die Zeit. Und diese Karte Wolke bedeutet halbes Jahr. Und das heißt nicht, dass erst halbes Jahr kommt die Klarheit, sondern das bedeutet, bis dahin verzieht sich diese Wolke und klärt sich alles auf. Dein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Die Sternenhimmel bedeutet, du hast Glück. Vielleicht sogar Gewinnchancen. Du hast Glück in Finanzen. Diese Brücke bedeutet, du bist gerade in einer Übergangsphase. Deine Finanzen sind nicht so, wie das mal war, aber du bist noch nicht angekommen, weil du bist gerade in dieser Brücke, in dieser Übergangsphase. Aber die Richtung stimmt, weil die Sternenhimmel sagen dir, da regnet Geld, du hast Glück in Finanzen. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier dieser Mann. Dieser Mann hat Macht. Dieser Mann hat was zum Sagen. Das kann natürlich bedeuten, dass dieser Mann dich unterstützt. Entweder finanziell oder gibt dir einen guten Rat. Und dadurch verbessert sich die finanzielle Lage. Aber in diesem Platz heißt die Gedanken, deinen Gedanken. Und das können wir auch symbolisch deuten, diese Karte. Du sollst die Macht übernehmen über deinen Gedanken. Es gibt immer wieder Gedankenmuster. Und dazu gehört zum Beispiel solche Sätze. Ich bin es nicht wert. Ich habe das nicht verdient. Und diesem Gedanken haben auch Kräfte. Wenn man das ausspricht und sagt man sowas, das verstärkt noch. Und ein Mensch, der so denkt, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, dann hat das auch nicht verdient. Da hat er auch kein Geld. Also verabschieden von solchen Gedankenmustern, stattdessen andere Vorstellungen, anderen Gedanken pflegen. Und das bedeutet, ab sofort sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das schon im Besitz. Nicht in Zukunftsform, sonst schieben wir das hinaus. Ich habe das im Besitz, ich habe immer Geld. Jemand hat mal gesagt, ein Millionär ist immer Millionär. Und wenn kein Geld hat, fühlt sich trotzdem als Millionär.
die Gefühle zählen und sagt, ich bin ein Millionär, ich habe gerade kein Geld, aber das kommt noch. Das ist natürlich die nächste Stufe. Und jetzt schauen wir die Geheimnisse an, die tiefe Geheimnisse. Was liegt im Verborgenen? Das zeigt hier dieses Bild und das heißt Rückzug. Und das hat zwei Bedeutungen. Halte jetzt den Geld zurück. Spare momentan. Gib nicht so viel aus. Bedeutet aber diese Karte Rückzug eine spirituelle Richtung. Verinnerliche etwas. Und das sind die Gefühle. Achte auf deinen Gefühlen. Schuldgefühl erzeugt Schulden. Verlustangst löst Verlust auch aus, auch Geldverlust. Angst sowieso blockiert immer. Achte auf deinen Gefühlen. Diese Karte gibt dir eigentlich die Antwort. Mond symbolisiert unsere Träume und unsere Visionen, unsere Vorstellungen. Stell dir das vor, dass das Geld da ist. Stell dir vor den Wohlstand. Aber achte, dass dieser Traum realistisch erscheint. Weil wenn du jetzt vorstellen würdest, dass du Milliardin bist, das entspricht nicht die Realität. Natürlich ist es dann schwierig, einen solchen Traum zu verwirklichen. Aber das, was erreichbar ist, was auch realistisch erscheint, diese Träume sollst du pflegen. Und wenn du daran glaubst, dann wird das auch wahr. Ein Traum wird Realität. Und genau das zeigt hier diesen Glauben. Glaube daran. Glaub an deine Träume. Und Glauben versetzt Bergen. Es liegt hier nochmal ein Geheimnis und das zeigt hier dieses Bild. Wenn du dich so niederschlagen fühlst und hast du diese Stimmung und meinst du, jetzt geht nichts mehr voran, versuche diese Stimmung, von dieser Stimmung aussteigen, an etwas denken oder mit etwas beschäftigen, der dich beruhigt oder zum Lachen bringt, dann hast du deine eigenen Grenzen überschritten. Dann geht es dir besser emotional und das wirkt auch, weil das sind Schwingungen und diese Schwingungen lösen aus, dass es ändert sich etwas in Energiefeld und Geld ist auch Energie, es ist nichts anderes als Energie und wir können energetisch vieles bewirken. Dann kommt die nächste Frage, ja, das glaube ich alles, aber woher kommt das Geld? Erstmal ist das gar nicht interessant. Die Glauben daran ist wichtig. Das kannst du gewinnen oder schenkt dir jemand oder findest in die Straße oder durch Arbeit. Es gibt verschiedene Quellen. Und jetzt klären wir deinen Gefühlen. Mit dieser Gefühlsklärungskarte, das sind eigentlich für Kinder gezeichnet, aber ich finde es so lieb gemacht. Und wir klären damit die Gefühle. Ich bin der Rückzugigel, ich ziehe mich zurück, will alleine sein. Ich mache alles so gut, es geht mit mir selbst aus. Natürlich kann das auch deinen Gefühlen bedeuten, dass du jetzt dich alleine und verlassen fühlst. Und diese Gefühlen wirken auch auf die Werte. Und vielleicht denkst in diese Richtung, oh, ich bin das gar nicht wert. Und das hängt alles zusammen. Und das beeinflusst deinen Gefühlszustand. Und fühle dich wertvoll. Und wenn du dich wertvoll fühlst, das hilft nicht nur in die liebe Partnerschaft, sondern hilft auch finanziell, weil du bist es wert, Besitz zu haben. Du bist es wert, Geld zu haben. Liebe Wanuala, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag,
Ich wünsche dir viel Erfolg bei Finanzen, viel Gewinn und alles Gute, alles Liebe von Dendera.